Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann gönnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on da! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hussa, weil muss ja und so. Oha. Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Nee. Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Bordavishko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Ey, Mann, ey, dieser Janosch, ey. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Bordavishko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Oh. Fragezeichen. Fragezeichen. Okay, wir haben hier... vier Gebiete. Darum das Kommentar mit abenteuerlich. Ja, es wird echt abenteuerlich. Okay, fahren wir jetzt erstmal hier hin. Oh, ganz neu. Das ist also Bordavishko. Bordavishko. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Okay. Wir haben hier auf jeden Fall Stromumkehrer. Ach ja. Wer kennt's nicht? Ah, Mann. Dann haben wir... Egal, ich mach mal dieses oben jetzt erstmal. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig.
Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Achso, das ist jetzt Krawallghul, glaube ich. Wer wohl in diesem Zelt da wohnt, ist jetzt egal. Kein Spur von Donnergul. Ich hoffe. Okay. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Okay. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Deine Partnerberatung interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, ey. Aber vielleicht erzählt dir mir was. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ich muss echt die Bananen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Rufus, nimm sie mit. Nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Okay, dann mach's gut. Ich glaube an sowas sowieso nicht. So, was haben wir da unten? Brennendes Fass. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Okay, hier haben wir den Goon. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst,
Dann bist du ja an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Du siehst hungrig aus. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ey, das ist unmöglich, ey. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So. Das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Was hat er damit gemacht? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Okay. Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ich hab doch Bananen eigentlich. Wir könnten ein bisschen Freestyle üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Oha. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Der ist cool, beliebt und lässig, der Kick-Ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer ewig nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, Rufus. Hey. Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Breaker. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Hey, der war echt geil, ey. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen?
Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ah, okay. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Okay. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll. Seit nun und man munkelt. Wer dann würde ganz mehr bei. Okay. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ah ja. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ich muss den Schuhe besorgen, oder was? Was haben wir hier? Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Okay, hier haben wir eine Klappe. Und Tank. Hier ist kein Viereck, aber hier ist ein Viereck. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Kann ich vielleicht Bananen? Bananen kommen mir nicht in den Tank. Man steckt sie in den Auspuff. Ach so. das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Die Turbine läuft mit Dieselöl. Okay. Kann ich das da reinmachen? Passt. Okay, geil. Ach so, ja. Ja? Ich bin's, Rufus. Aha. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Was, ist es jetzt ein Minispiel oder was? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Verdammt. Nein, warte mal. Ich hatte hier doch irgendwas. Nein, ich will die nicht überspringen. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Plus, minus, plus. Ich schaff's gerade nicht. Aus dem Grund lasse ich das jetzt erstmal. Bevor ich da wieder stundenlang rumhocke oder beziehungsweise noch länger. Und da muss ich wieder so viel schneiden. Aus dem Grund lasse ich das jetzt erstmal. Oh!
Ist das die obere Aufstiegsstation, oder was? Zoll. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Janosch. Das scheint schon mal nicht sein Versteck zu sein. Ich finde, so. Ich komme... Ich habe aus Versehen drei gedrückt. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Okay, hier kann ich nichts machen. Kann ich hier wieder weg? Kutter. Ja, ich kann hier wieder weg. Okay. Mit euch kann ich auch reden. Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Du bist dir sicher, dass du gut wieder zu hast? Du eine Idee, wie wir Donner einfangen können? Ist Obacht klingt. Ich will erst mal kurz, bevor wir hier die ganze Zeit reden und reden und die Folge dann nur aus Reden besteht, gehen wir jetzt mal zum zweiten. Es wird, glaube ich, es sieht so aus, als nur mit Reden besteht, aber, also mit Gelaber, aber ist halt wichtig. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Dieselgenerator. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Ich brauch das doch. Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Auspuff. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Nein. Hier gibt's einen Tank. Okay, der sagt hier das gleiche die ganze Zeit. Auspuff. Bei Auspuff war doch irgendwas mit Banane. Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Und ich wollte die. Wir haben immer noch Bananen, aber ey, diese Bananen sind sehr wichtig. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Shit. Oh Mann, brauchen wir zu Schlauch und so. Und Eimer und so oder irgendwie sowas. Funkmast. Was haben wir alles? Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Plateo. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Okay. Was haben wir hier? Kaputter Sender. Oh, der nimmt ihn direkt mit. Aber der ist kaputt. Und dann haben wir hier noch Funkmast. Na, dann wollen wir mal. Hä, wohin? Aua. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge. Gehört alles zum Plan. Wir kriegen bloß den Funkmast repariert. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Pah, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Gut, aber im Lotto gewinnt Rufus irgendwie nicht. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte so, immer, du Doc, kannst ja, Dinge Mann. Nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Oh, guck mal, das Reden ist echt wichtig. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich?
Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Weiter okay. geht's. Ich hoffe. Wir brauchen Sachen. Ich gehe erstmal zum Dog und irgendwas mit dem Blitz müssen wir auch machen. Wir brauchen so einen Blitzableiter-Dingsbums. Regenschirm hatte der Penner. Doc. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Ja, aber ich werde die ganze Zeit vom Blitz getroffen und Goal hat schon die Antwort dazu gegeben. Portafisco, Isla Obacht. Da fahrt's mir mal die. Oh, wie sieht das hier aus? Was ist denn das? Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Wir haben hier eine Klingel. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Wasserhahn. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Der sagt immer Mist, Alter, als ob der Bernd das Brot wäre. Das hast du aber aufgehoben. Also wir haben jetzt einen Schlauch. Ein bisschen davon mitnehmen. Schneehaufen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Okay, wir haben die Klingel, wir haben Wasserhahn eingefroren. Was ist das da oben? Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Sieht ein bisschen komisch aus. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Mist. Er hält sich offenbar für den coolsten. Und dann haben das wir Schild noch ist größer als der Pol. Gibt's hier noch was? Nein, und ich habe auch keine Sachen, was ich machen kann. Schön, freut mich. Wir sind sehr weit gekommen. So, jetzt gehen wir noch zu. Das ist der Nordpol. Oh! Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie an? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden sie unter derselben Selbstüberschätzung wie ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen sie mit ihm, was sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen.
Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Nur Stiefel? Jetzt... Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Musst ich hier stehen die ganze Zeit, oder was? Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na du? Och, ich jede natürlich vergisst. Ich verschwind, spring ich, ich warte, nein, ich lass bef- So, ich beweg mich jetzt nicht. Du wirst mir einen Stiefel fangen. Ich sag doch. Ey. Na du? Nein, ich will unbedingt diese Stiefel. Ich spring ich nein, ich lass bef- So. Ich beweg mich nicht. Du fängst mir einen Stiefel. Fängst Muss mir das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Ich will meinen Stiefel. Ich möchte meinen Stiefel. Ich muss einen Obdachlosen ernähren. Und ich brauche den Regenschirm. Komm schon, Rufus. Es ist kalt. Niemals. Ich brauche diesen Regenschirm, damit ich weiterkommen kann. Also angel mir ein Stiefel. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel.
Angler, du gibst mir meinen Stiefel. Ich will meinen Stiefel haben. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Dann geh rein. Bautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Ja. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Aha, der Angler kann nicht mehr. Was ist denn da los? Ich habe meinen Controller gerade abgelegt. Ich will meinen Stiefel. Wir können das die ganze Zeit machen. Ich cutte das und dann... Rufus, bitte. Okay, okay. Ich gebe auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Jawohl. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. So, jetzt können wir gehen. Komm, Goal. Hab alles erreicht, was ich wollte. Ey, war so geil. War wie ein kleines Minigame. So. So, schwimmender Schwarzmarkt. Portafisco. So, wo sind wir bei 36? Okay, ich hab was für dich. Was ist das? Hä, was ist das? Köderfisch? Habe ich auch noch einen Köderfisch gefangen? Ich kann später noch grillen auf den Hey! Okay. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch. Bedank dich später. Guten Appetit. Was ist das für ein Regenschirm, Alter? Willst du mich verarschen? Ein kaputter Dog. Hey, Dog! Du musst versuchen, was zu reparieren, ey. Oder muss ich das jetzt alleine machen? Soll ich deinen Regenschirm reparieren? Wieso? Es regnet doch gar nicht. Ja, aber für den Fall, dass... Man soll nie zu weit vorausplanen. Okay, wir haben einen Köder, wir haben... Sinn. Okay. Wir waren jetzt überall. Was? Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Sachen machen kann. Und dieses Klopfzeichenzettel... Ich mach das nochmal. Ich check das zwar nicht, aber ich mach das mal nochmal. Plus, plus, minus. Nein, plus, minus, plus. Ey, Goalman. Oder warte, ich rede mit Doc und so, ey. Erstmal mit... Kann ich bitte mit... Oso, alles genau. Klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donner Goal nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem Rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Portafisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen.
Was weißt du über Porta Fisco? Nur, dass sie mal die größte und wichtigste Stadt am Rostroten Meer war. Aber heute ist sie kaum mehr als eine Ruine. Ruine? Ja. Die ganze Innenstadt ist vom Organon besetzt. Der finstere Fiskus bewacht den Aufstiegszoll im Zentrum der Stadt. Im Zentrum, ja. Dort soll angeblich auch das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegen. Die ehemalige Bevölkerung hingegen lebt in Slums vor den Stadttoren. Vor den Stadttoren. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Du wiederholst einfach nur die letzten Worte. Die letzten Worte, ja. Oh ja, das sind immer die besten, ja. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber das sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Klingt nach einem mathematischen Problem. Zum Glück bin ich ein Profi auf diesem Gebiet. Ich hatte nämlich schon immer Probleme mit Mathematik. Hast du eine Idee, wo sich dieser Janosch verstecken könnte? Hatte er nicht was von Porta Fisco gefaselt? Ach ja. Also Leute, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich beende erstmal die Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da, schaut in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Hade.